Moin und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und jetzt in der Release-Version von Baldur's Gate 3. Wunderbar, ich freue mich total. Das dürfte hier auch die Stadt Baldur's Gate gerade sein. Zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Das wird das Video zur Charaktererstellung, aber es wird auch nicht allzu lang, denn ich habe schon einen Charakter erstellt. Ich bin das alles schon mal durchgegangen. Hab jetzt aber hier wieder ganz von vorne angefangen für dich und wir starten mit einem neuen Spiel. Das sieht ja auch schon ziemlich nice aus, ne? So, es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Einmal Entdecker, das kannst du mit einer leichten Stufe gleichsetzen. Die normale Stufe in anderen Games wäre ausgeglichen und die schwierige Stufe wäre Taktiker. Taktiker heißt es deswegen, denn Baldur's Gate basiert ja auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons in der fünften Regelversion und da hast du sehr strategische Kämpfe. Du kannst nicht einfach mit dem gleichen Kampfstil das ganze Spiel durchrushen, das geht nicht. Deswegen heißt der schwierige Spielgrad hier eher Taktika, nämlich harte Kampagne mit Schwerpunkt auf strategischen Kampf. Ausgeglichen wäre ausgewogenes Abenteuer mit voller herausfordernder Entscheidung und Entdecker eben das erzählerische Erlebnis, die Geschichte ist wichtiger als der Kampf. Ich wähle das für den Einstieg. Wir können es im Spiel jederzeit umstellen oder im Menü vom Spiel, auch während des Spiels. Und so haben wir halt das Beste von allen Welten. Wenn es zu einfach werden sollte, dann wechseln wir zu ausgeglichen. Und wenn uns das immer noch zu einfach ist, dann wechseln wir zum Taktiker. Es ist so, dass du, glaube ich, 4 Bonuspunkte bekommst, wenn du Entdecker spielst. Die Bonuspunkte spielen beim Würfeln eine Rolle, denn Baldur's Gate 3 ist ja rundenbasiert, genauso eben wie Dungeons & Dragons ja auch. Und die verschiedenen Würfe werden entsprechend bepunktet. Und wenn ich hier 4 Bonuspunkte grundsätzlich habe, ist das natürlich schon eine große Erleichterung. Spiel starten, ganz kurz noch, ich zeige das Intro, vielleicht gehörst du zu denen, die es noch nicht kennen sollten. Das Spiel selbst ist vollständig auf Englisch vertont mit deutschen Untertiteln. Ich habe die Untertitel etwas größer gemacht und dunkel hinterlegt, sodass du sie gut lesen kannst, denn bei der eigentlichen Audiogeschichte werde ich nicht dazwischen labern, das stört den englischen Originaltext. Falls du also kein Englisch kannst, kannst du es trotzdem lesen. Los geht's. Mal gucken, ob das Intro noch das gleiche ist. Ich hatte die Early Access Version ungefähr 12 Stunden gespielt. Also bin ich da noch ziemlich neu generell. Ja, die Gedankenschinder. Hier geht's um die Gedankenschinder. Das sind diese außerirdischen Wesen. Schauen wir mal. Okay, das sind wir, unsere Sicht. Oh, ein bisschen Nagelpflege wäre nicht schlecht, ne? Oh. Ach. Warum immer Parasiten? Immer überall Parasiten. Und ich. Furchtbar. Ja, ja, geh mal woanders hin. Da stehen doch noch so ein paar Kanister rum, wo andere Leute drin sind. Nee. Ah. Autsch. Okay, das Intro wurde nicht geändert. So, wir sind im... Ja, how are you? Wir sind im Charaktereditor. Ich überfliege das Ganze jetzt auch nicht, sondern du sollst schon in Ruhe mitbekommen, was es hier so alles gibt. Mir ist auch schon wahrscheinlich ein kleiner Bug aufgefallen, muss man mal sehen.
Da gehe ich gleich drauf ein. Ich spiele einen männlichen Hexer. Das ist schon klar. Ich weiß auch, wie der aussehen soll und so weiter und so fort, damit wir uns hier nicht stundenlang im Charaktereditor aufhalten müssen. Ich würde sowieso empfehlen, am Anfang einen eigenen Charakter zu wählen. Du kannst auch die Figuren spielen, denen du ansonsten im Game begegnest und die Teil deiner Party werden können. Die haben alle ihre eigene Geschichte. Baldur's Gate ist ja ein extrem, extrem tiefgehendes und großes Rollenspiel. Du könntest auch ihn hier spielen, Dunkles Verlangen. Der hat eine ganz besondere eigene Geschichte, da möchte ich auch weiter nicht drauf eingehen. Kann sein, dass ich nochmal einen zweiten Durchgang spiele. Das bietet sich bei diesem Game auf jeden Fall an, weil Baldur's Gate hat 17.000 verschiedene mögliche Enden. Das hört sich unfassbar viel an. Es kann natürlich auch sein, dass am Ende nur der ein oder andere Satz anders formuliert wird. Wie viele tatsächlich unterschiedliche Abspende wir sehen können, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Da gibt es auch noch keine Zahl dazu. Und Baldur's Gate hat über 170 Stunden Cutscenes, die du aber auch nicht alle siehst, denn das Spiel geht extrem auf den von dir gebildeten Charakter ein und auf die Antworten, die du geben wirst. Also wie du dich im Spiel verhältst, was du tust, was du sagst, das hat alles einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, was du siehst und wie sich das Spiel entwickelt. Deswegen hat es so einen hohen Wiederspielreiz auch. Okay, wir suchen uns als Volk aus den Draw. Der steht jetzt hier im Moment noch auf Zauberer. Wir wechseln das Ganze aber, und dazu müssen wir einmal in Klasse, und wechseln das auf den Hexenmeister. Jetzt haben wir erstmal so die Basis geschaffen des Ganzen. Ändern tue ich das Volk, also darauf nehme ich Bezug, die Klasse und die Attribute. Insofern ändern, als dass ich mich da schon nach gewissen Vorgaben richte. Denn ich habe mir zum Beispiel das Spielehandbuch von Dungeons & Dragons besorgt. Das hat 316 Seiten insgesamt. Davon entfallen alleine 26 Seiten auf die Völker und 75 Seiten auf die Klassen. Ich hatte das auch schon mal in meinem Video zur Charakterstellung erwähnt. Das heißt, es ist sehr, sehr komplex, und da habe ich mir schon mal ein paar Tipps geholt. Wenn, dann dachte ich, dann schaue ich mir die Referenz an und habe mir dieses Handbuch besorgt. So, der Hexer ist sehr abhängig vom Wert Charisma, vom Attribut Charisma. Das erkennst du auch an dem kleinen Stern hier oben. Primärattribut, das wichtigste Attribut für deine Klasse. Es beeinflusst deine Chance auf einen Treffer und den Schaden, den du mit Waffenangriffen oder Zauber verursachst. Jetzt springe ich gleich zu dem kleinen Bug, den ich festgestellt hatte. Ich kann hier auf den... Die Volksunterart gehen. Und da kann ich auswählen LOLs ergebener Draw oder Zeldarin Draw. So. Das hat etwas mit dem Hintergrund zu tun, mit der Hintergrundgeschichte des Ganzen. Und ich hatte den schon komplett fertig designt, so wie ich ihn gerne hätte, möchte aber dann dieses ergebene Draw nicht spielen, sondern ich wollte den Zeldarin Draw spielen, kommen wir auch gleich drauf. Als ich dann aber hier wieder drauf geklickt habe, ist der andere erschienen, genau der, den du hier jetzt auch siehst. Du siehst, das sind zwei verschiedene. Ich hatte mir den hier erstellt, also nicht so, sondern so, wie ich den gleich erstelle. Dann habe ich gewechselt und dann musste ich alles nochmal neu machen. Also, weil die Unterklasse ändert auch das Design. Das heißt, bevor du das Design erstellst, solltest du die Unterklasse wählen, damit dein Design erhalten bleibt. Sonst musst du es nochmal komplett neu machen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das ein Bug ist oder ob das Absicht ist, aber ich fand es schon ziemlich nervig. Okay, also, ich bleibe jetzt hier auf dem, ne? Denn, ich kann es ja auch kurz erklären, LOLs ergebene Draw, das wären folgende. Diese Draw, die sich im Schoß von LOLs großem Kult in Mezzoberranzan aufgewachsen sind, preisen die Tugenden ihrer korrupten und gnadenlosen Göttin. LOLs verleiht ihren Anhängern leuchtende rote Augen, damit das Unterreich die Draw schon beim ersten Anblick fürchtet. Ist nicht mein Ding gewesen. Ich spiele eher einen etwas crazy angehauchten, versöhnlichen und friedvollen Hexer tatsächlich. Also das ist ja das Schöne an dem Game. Du kannst ja total deiner Fantasie freien Lauf lassen und du wirst auch gleich sehen, dass das auch die Optionen vom Charaktereditor, die unterstützen das auch.
So, wie gesagt, ich spiele den Zeldarinen-Draw. Zeldarinen-Draw sind in ganz Faerun auf der Suche nach Verbündeten. Tun wir ja sowieso in Baldur's Gate. Sie wollen ihren Konflikt mit Lolz und untereinander um jeden Preis beilegen. Der gefiel mir also besser. Unterklasse wähle ich auch nicht den Unhold, sondern den großen Alten, Hexenmeister, die an mystische Wesen aus den fernen Reichen gebunden sind, arbeiten auf unergründliche Ziele hin und eignen sich seltsame Kräfte über Entropie und Geist an. Und ich wähle hier an der Stelle den. Der hat nämlich das Unterklassenmerkmal Todeserinnerung. Wenn dir ein kritischer Treffer gegen eine Kreatur gelingt, müssen die Kreatur sowie Gegner in ihrer Nähe einen Weisheitsrettungswurf bestehen oder sie sind bis zum Ende ihres nächsten Zugs verängstigt. Und das ist ganz gut. Wenn die verängstigt sind, bringt uns das ziemlich viel. Sehr gut ist auch dieses Kontextfenster-System in Baldur's Gate 3. Du kannst bei den meisten Hilfsfenstern die Taste T drücken. Das siehst du oben hier, links oben über dem kleinen Fenster steht T untersuchen. Wenn ich das jetzt drücke, verdunkelt sich der Bildschirm und ich kann hier auf verängstigt klicken. Ich kann also hier die ganzen Kontextinformationen bekommen. Verängstigt bedeutet, ist ein Zustand, kann sich nicht bewegen. Verängstigte Kreaturen sind außerdem bei Attribut sowie Angriffswürfen im Nachteil. Also so oder so ist das eine super Fähigkeit für eine Unterklasse. Mit Escape kommst du wieder raus. So, jetzt gehen wir aber erstmal ins Detail. Wir gehen natürlich auf Eigner. Jetzt muss ich nochmal kontrollieren, weil er wieder gewechselt hat. Volksart Zeldarin. Okay. Jetzt auf Aussehen bearbeiten. Das haben sie hier unten versteckt. Achso, Körperbau kann ich dir noch zeigen. Du kannst hier direkt vier verschiedene Körperbauarten wählen. Ich nehme den hier. Du hast zwei weibliche und zwei männliche. Und so einen super muskulösen Hexer brauchen wir nicht unbedingt. Ich nehme den. So, Aussehen bearbeiten. Das geht jetzt relativ schnell. Ich gehe das auch nicht alles durch. Das würde viel zu lange dauern. Das möchte ich dir auch gerne überlassen bei der Erstellung deines eigenen Charakters. Aber du siehst ja trotzdem die einzelnen Punkte. Hier rechts hast du allgemeines Körperschmuck, Augen, Schminkstil, Haar und Gesichtsbehaarung. Ich gehe kurz auf Haar und gebe ihm erstmal eine Glatze. Dann kannst du sehen, wie ich hier den Kopf gestalte. Dafür nehme ich Kopf 5. Wie gesagt, da gehe ich jetzt so ein bisschen durch. Stimme gibt es unterschiedliche, weibliche und männliche Stimmen. Ich nehme Stimme 5. Genau, Hautfarbe. Da kann ich hier einblenden alle Hautfarben. Und ich nehme hier Eis 5. Du siehst schon, du hast sehr, sehr viele Hautfarben, wenn du alle wählst, vor allen Dingen. Das ist echt irre. Meine Lieblingsfarbe ist im Real Life die Farbe Blau und deswegen wird er ziemlich blau orientiert sein. Und ich habe mir da schön eine crazy Farbe ausgesucht. Ich wollte noch so die Gesichtszüge so ein bisschen auch erkennen, deswegen mache ich den nicht noch dunkler. So, Narben nehme ich nicht. Ich werde später Tattoos nehmen. Er ist schon ein bisschen älter. Hier eine Reife. Deswegen hat er hier seine entsprechenden Falten. Sommersprossen haben wir nicht. Pigmentierung finde ich auch cool. Machen wir aber nicht in meinem Fall. Aber das ist auch schon eine sehr verrückte Sache, die ich so in einem Rollenspiel auch noch nicht gesehen habe, dass du eine Pigmentierung einsetzen kannst. So kannst du natürlich noch unterschiedlichere und ein bisschen außergewöhnliche Charaktere schaffen. So, dann sind wir hiermit schon durch. Okay, sorry. Gab es hier irgendwie ein paar Aussetzer. So, dann gehen wir auf Körperschmuck. Da hast du hier unzählige Tattoos. Ich zoome mal näher ran. Sehr, sehr viele Tattoos. Und ich wähle das mit den Flammen. Das ist der hier. Der gefiel mir eigentlich ganz gut. Cool aus, wie ich finde. Und den machen wir nicht schwarz, sondern wir nehmen Weiß 1. Auch hier, ne? Unglaubliche Vielfalt an Farben und so, was du einsetzen kannst. Ich möchte aber Weiß. Und hier kannst du die Intensität einstellen. Ich mache das auf 80. So, bestätigen. Piercing-Stil haben wir keinen. Aber das ist auch schön detailliert hier, ne? Die Sterne zum Beispiel. Da hast du auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, Piercings einzusetzen, aber wie gesagt, ich bleib da auf keinen.
Dann sind wir mit dem Körperschmuck auch schon durch. Dann die Augen. Bei den Augen ist es total genial. Du hast die Heterochromie gestattet, die Auswahl von zwei unterschiedlichen Augenfarben. Also wirklich weitgehend. So, und die haben mir auch nicht gereicht, sondern ich klicke wieder auf alle Augenfarben und dann kriegst du wieder die ganze Palette. Und das erste Auge ist nicht flammenblau, sondern flammengelb. Damit ist der Hintergrund schwarz und hier das eine Auge orange. Und so, eins orange bestätigen. Und dann kann ich jetzt ein zweites auswählen, wenn ich das hier auswähle. Und das zweite, was hatte ich da genommen? Flammenblau, ne? Nee, Flammenblau 1, genau, das hellere Blau. Also, crazy, oder? Ich finde den absolut genial mit den zwei verschiedenen Farben. Der spiegelt dann auch so ein bisschen seine gespaltene Persönlichkeit wieder oder seine zerrissene Persönlichkeit. Das kommt noch bei den anderen Merkmalen. So, dann sind wir mit den Augen durch. Dann der Schminkstil. Kein Schminkstil. Ich mach's mal in weiß, dann siehst du es besser. Hat er gar nicht gemacht. Das war die Lippen jetzt in weiß. So sieht man den Schminkstil besser. Da wähle ich... Ne, das war der hier, genau. Das ist so ein bisschen flammenmäßig auch. Das passt zum Tattoo. Du hast da auch etliche verschiedene. Und das nehmen wir in Blau 5 war das, glaube ich, oder Blau 6. Oder, ne, Mitternachtsblau, genau, Mitternachtsblau. Das ändert sich gleich auch nochmal. Bestätigen, ne, Moment, Entschuldigung. Das setzen wir auf 100%. Und jetzt ist auch noch ziemlich cool. Du kannst hier so einen Glitter-Effekt setzen. Ich mache das mal auf 100%. Jetzt siehst du es noch nicht so, aber wenn du die Intensität der Glanztönung hinzufügst, dann wird es glänzend. Ich mache nochmal eine andere Farbe. Na, dann hast du hier so ein ganz, ganz krasses glänzend. Also das finde ich auch total nice. Und ich bleibe aber bei Mitternachtsblau, damit das nur so ein leichter Effekt ist. Ne? So. Also mir gefällt der schon sehr, sehr gut. Dann Lippentönung, die mache ich tatsächlich schwarz. Du kannst hier intensive Lippenfärbung machen. Ich hatte die auch erst weiß, aber das passte irgendwie nicht so. Passte nicht so zu den schwarzen Augen, ne? Dass so viel vom Rest dann weiß ist. Und da habe ich genommen schwarz 6 oder 7. Nee, schwarz 7, weil das auch so leicht bläulich ist. Und da habe ich gar keine metallische Dings genommen, glaube ich. Nee. Das lasse ich matt. Da könntest du jetzt auch halt Lipgloss im Prinzip auftragen. Ne? Hier. Und je nachdem, wie metallisch das Ganze dann sein soll. Ja, also das kommt auf 0. Und wir haben hier schwarz 7. So. Der sieht gut aus. So stelle ich mir meinen Hexer vor. Bestätigen. Dann hätten wir das erledigt. Jetzt die Haare. Du hast unzählige Haare auch, ne? Also, ja. Das ist schon wirklich krass. Da sind auch ein paar gute moderne Frisuren dabei, wie ich finde. Das hier wäre ja zum Beispiel eher so ein konservatives, was man aus jedem Spiel kennt oder sehr vielen Rollenspielen. Aber da sind auch ein paar wirklich moderne Frisuren dabei. Und ich habe eine gefunden, die ist so ein bisschen so der zerzauste Professor. So irgendwie so leicht, er hier, ne? Erinnert mich auch ein bisschen vielleicht an einen Vampir. Also das ist so, das gefällt mir ganz gut. Aber die Haarfarbe ändert sich auch noch. Und zwar war das schwarzer Rabe. Die ist dann schon so leicht bläulich auch. Schwarzer Rabe wähle ich hier aus. Glanzlichter sind blau. Pass auf, wenn ich jetzt auf Glanzlichter gehe, dann siehst du, ne? Blau. Aber ich glaube, ich wollte ein anderes Blau nehmen. Blau 6, Blau 5.
Gucken, blau 6 wollte ich nehmen. Genau, blau 6. Machen wir aber nicht so stark. Vielleicht so 28. Ja, so in etwa. Man erkennt noch die schwarzen Haare, aber das Blau schimmert eben so durch, ne? Vielleicht ein bisschen mehr. 40. Vielleicht doch ein helleres. Nimm das hellere. Aber nochmal wieder runter. 28. Nimm das hellere. Und lass es bei 28. Obwohl, das Schwarz sieht man jetzt gar nicht mehr eigentlich. Naja, doch. So von der Seite her. Vielleicht noch ein bisschen weniger auf 20. So. Ah, noch weniger auf 15. Okay, 15. 15 lassen wir. Ah, der sieht schon ziemlich crazy aus. Jetzt ist er ja ein bisschen älter, was auch mir etwas entspricht im Real Life. Ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Also nehmen wir hier noch neutrales Grau. Und setzen ihm so ein paar Grausträhnen. So, das sieht doch ganz gut aus. Weißgrau. Nehmen wir Weißgrau. Jo. Das wäre er also. Bestätigen. Gesichtsbehaarung. Ich weiß nicht, warum man hier nichts wählen kann. Denn man kann die Gesichtsbehaarung sogar bei einer Frau zum Beispiel wählen. Deswegen weiß ich nicht. Das ist vielleicht hier volkbedingt. Kann ich nicht so genau sagen. So stelle ich ihn mir vor. Fortfahren und er heißt Morlatheel. Morlatheel. Fortfahren. Hier, ja, wir müssen einen Wächter aussuchen und ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Soweit habe ich den Early Access nicht gespielt. Ich gehe aber nochmal zurück, weil er ist noch nicht so ganz fertig. Oh, das sieht jetzt schon sehr grau aus, ne? Ah, aber ich lasse es so jetzt. Er ist eben schon älter. So ein bisschen so wie so ein blauer Silberrücken sieht er aus. So, ich möchte nämlich den Rest hier noch fertigstellen, der noch übrig war. Da kommt hier noch einiges. Also Volks ist klar. Unterart haben wir auch abgehandelt. Klasse Hexenmeister. Zaubertricks. Ich kann zwei Zaubertricks auswählen. Wenn ich hier unten klicke, in der verfügbaren Leiste kann ich die aussuchen. Wir nehmen auf jeden Fall Schauriger Strahl. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Zaubertrick, der nicht wieder aufgeladen werden muss. Der erzeugt 1 bis 10 Schaden und wird mit einem 1d10 Würfel gewürfelt. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann entscheide ich mich für die einfache Illusion. Erschaffe eine Illusion, die Kreaturen in der Nähe zu Untersuchungen verleitet. Und die hat Bestand für 10 Züge. Die beiden nehme ich. Es gäbe noch Klingenbann, Knochenkälte, ist auch Schaden, Freunde, Magiehand, Gift versprühen oder zielsicherer Schlag, aber ich möchte die beiden nehmen. So, dann gehen wir Unterklasse, der große Alte haben wir schon. Hier haben wir auch noch Zauber. Die können wir aber an anderer Stelle wiederum bearbeiten. Wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert nichts. Denn die können wir eben in Zauber bearbeiten. Wähle die dir bekannten Zauber aus der Liste unten aus. Zum Wirken sind Zauberplätze erforderlich, sofern nicht durch ein Merkmal anders angegeben. So, die beiden wähle ich wieder ab, denn ich nehme mit Armee von Hader, Beschwörungszauber des ersten Grades, macht 2 bis 12 Schaden, wird gewürfelt mit 2d6 und ist nekrotisch. Verhindere, dass Ziele Reaktionen ausführen können. Ein Zug bei Rettungswurf, die Ziele erleiden den halben Schaden, können jedoch keine Reaktionen ausführen. Ganz wichtig, wir selbst werden auch eine Reaktion mitnehmen. Also die nehme ich als erstes, die macht ja auch ordentlich Schaden. Jetzt steht hier ein Rufzeichen, das bedeutet hier unten Entscheidung ausstehend, weil wir hier noch was offen haben. Also das Spiel lässt sich auch nicht alleine
nimmt dich auch wirklich ganz gut an der Hand. So, man könnte jetzt hier noch verschiedene Sachen natürlich nehmen. Ich nehme aber höllischer Tadel. Hervorrufungszauber des ersten Grades, 2 bis 20 Schaden, wird mit einem 2d10 gewürfelt. Reagiert auf die nächsten Angriffe mit Flammen, die 2 bis 20 Feuerschaden bewirken. Und selbst bei Rettungswurf erleidet das Ziel dennoch den halben Schaden. Und der Geschicklichkeit, ne? Der agiert mit Geschicklichkeit, genau. Den nehmen wir als zweites mit. Reaktion bedeutet, ich werde angegriffen und reagiere dann automatisch. So, dann, das ist der Hintergrund, den du hast. Und das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Du siehst ja hier unten jetzt durch die bereits erfolgten Auswahlen und Herkunft von Herkunft, Volk, Volksuntat und so weiter, habe ich diese Fertigkeiten, Arkane Kunde, Geschichte, Religion, Motiv erkennen und Wahrnehmung. Das ändert sich, wenn ich hier was auswähle. Achte mal hier unten rechts auf Fertigkeiten. Wenn ich irgendwas ausklicke, anklicke, ändert sich da so einiges. Beispielsweise Scharlatan, du hast dann immer einen Flavortext. Der aber nicht nur ein Flavortext ist in diesem Game, sondern es hat wirklich Auswirkungen. Der Hintergrund, den du dir auswählst, hat Auswirkungen darauf, was du im Spiel erlebst. So, zum Beispiel hier, du bist ein Manipulationsexperte, der zu Übertreibungen neigt und mit Freuden davon profitiert. Dein Weg zum Erfolg führt über verdrehte Wahrheiten und gegeneinander aufgehetzte Verbündete. Passt ja überhaupt nicht zu mir. Ich habe ja schon den eher friedvollen Hexer ausgewählt bis jetzt. Und ich nehme den Volksheld. Ich überspringe jetzt mal alles andere. Was haben wir beim Volksheld? Du bist ein Held des einfachen Volks, der Tyrannen und Monster herausfordert, um die Hilflosen zu beschützen. Rettest du Unschuldige aus der Gefahr, so wird deine Legende wachsen. Ich bin also so ein kleiner, verwirrter, etwas älterer, orange-blauäugiger Hexer, der ziemlich friedfertig ist. Und Fertigkeiten mit Tieren umgehen, beeinflusse Tiere, streichle alle Hunde. Da denkt man erst am Anfang, was soll der Quatsch, ne? Warum soll ich so ein Talent mitnehmen oder so eine Fertigkeit? Und das zweite hier ist Überleben. Entsprechend hat sich das auch geändert. Ich habe jetzt hier Arkane Kunde, eben das besagte mit Tieren umgehen, Wahrnehmung, Überleben und Einschüchtern. Mit Tieren umgehen, wenn ich das richtig deute, ermöglicht es mir, mit den Tieren im Spiel zu sprechen. Tatsächlich. Denn das ermöglicht dir ganz andere Erfahrungen. Du kannst mit den Tieren sprechen und die sind auch vertont. Und die können dir auch komplett neue Quests eröffnen. Das würdest du niemals mitbekommen und du hättest nicht die Möglichkeit, wenn du hier im Hintergrund nicht den Volksheld auswählen würdest, der als einziger die Fertigkeit hat, mit Tieren umgehen. Das finde ich so krass, ne? Das finde ich so dermaßen krass, dass sich dadurch so vieles wiederum an Sidequests und so weiter und zusätzlichen Erfahrungen im Game ändert. Also, das ist der Grund, warum ich das auf jeden Fall mitnehme. Jetzt gehen wir als nächstes zu den Attributen und hier kannst du verschiedene Änderungen vornehmen. Und kein Attributswert darf im Normalfall laut den Regeln Nummer 5 von Dungeons & Dragons über 20 sein. Hier geht es, glaube ich, nicht mehr als 17. Ich habe hier verschiedene Boni, die ich zuweisen kann. Hier habe ich auch nochmal die Übersicht Fertigkeitenübungen. Könnte jetzt hier auch nochmal Änderungen vornehmen, was ich aber nicht mache. Ich lasse es so, wie es jetzt ist. Und hier verteile ich das aber ein bisschen anders. Warum? Da kannst du am besten auf deine Fertigkeiten achten, denn Arkane Kunde braucht Intelligenz, mit Tieren umgehen braucht Weisheit, Wahrnehmung braucht Weisheit, Überleben braucht Weisheit und Einschüchtern braucht Charisma. Arkane Kunde, Wahrnehmung ist wichtig für mich. Arkane Kunde, können wir das vielleicht noch ändern? Was braucht noch Weisheit? Intelligenz, 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 Intelligenz. Mit Tieren umgehen, Weisheit plus 2 haben wir schon. Das wird dir auch schön angezeigt. Vom Volk gewährt, die Wahrnehmung. Und das hier ist durch Hintergrund geerbt, den wir ausgesucht haben. Dann kannst du eben noch andere aussuchen. Ich kann Geschichte, Nachforschung, Natur oder Religion nehmen oder Arkane Kunde. Täuschen. Kann ich eins von beiden aussuchen. Drangsaliere, schikaniere, drohe
und schüchtere andere ein. Ist ja eigentlich nicht unser Ding. Und täuschen basiert auf Charisma. Das ist gut. Täuschen, lüge und betrüge, verdrehe die Wahrheit. Einschüchtern. Naja, wir sind aber auch ein relativ mächtiger Hexer. Am Ende zumindest. Lüge und betrüge, verdrehe die Wahrheit. Dann nehme ich lieber das Direkte. Aber der hat hier einen +5-Bonus, ne? Wir gucken mal. Wir nehmen mal den Lügner. Ist ja vielleicht auch interessant. Okay, so, arkane Kunde. Erkenne Magie, interagiere mit verzauberten Gegenständen. +3. Geschichte. Erinnere dich an deine Vergangenheit, an die Welt und ihre Bewohner. Intelligenz werde ich aber nicht so groß machen. Dann bleiben wir bei arkane Kunde, weil ich das Intelligenzattribut nicht so hochschrauben werde. So, bestätigen. Also, 17 bei Charisma ist klar. Dann brauchen wir Weisheit, eine Menge. Denn wir haben ja gesehen, mit Tieren umgehen ist Weisheit, Wahrnehmung ist Weisheit, Überleben ist Weisheit und Täuschen ist Charisma. Also Weisheit muss rauf. Dafür kann die Intelligenz runter und die Weisheit erstmal so weit wie möglich rauf. So, die Konstitution ist noch wichtig, denn das ist deine körperliche Ausdauer und die beeinflusst das Trefferpunktmaximum. Also Konstitution nach Möglichkeit auch höher. Wir gehen mal mit Geschichtlichkeit noch ein bisschen runter und Konstitution 1 rauf. Intelligenz noch einen runter, Weisheit komme ich nicht weiter rauf. Geschicklichkeit noch eins runter, Weisheit noch eins rauf. Ich könnte jetzt den Bonus hier von Geschicklichkeit wegnehmen und den auch noch auf Weisheit setzen. Das sieht schon ganz gut aus. Konstitution ist auf 15. Weisheit, da haben wir 15, das ist +4 auf Rettungswürfe, +2 von Weisheit, +2 aus Übung. Und Charisma ist der höchste Wert, den können wir hier nicht höher machen. Ich denke, das ist okay. Geschicklichkeit bedeutet Agilität, Reflexe und Gleichgewicht, wirkt sich auf deine Effizienz mit Fernkampf- und Finessewaffen aus. Finessewaffen. Waffen hier rechts, einfache Waffen, Rapiere, Kurzschwert, Hand am Brüste. Ein Rapier könnte ich mir vorstellen, ist eine Finessewaffe. +0 auf Rettungswürfe ist besser als ein -1, ne? Wir lassen es mal auf 10 und die Konstitution auf 14. Intelligenz kann ich jetzt auch noch auf 10 setzen, okay? Gut. Damit fahre ich, glaube ich, ganz gut. Okay, dann haben wir alles. Und wir gehen auf Fortfahren. Molateel, Fortfahren. So. Ja, wie gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich wähle aber eine Halbelfin. Wir gehen mal näher ran. Dann Volksunterart Waldhalbelfin. Die sieht ja ganz nett aus zum Beispiel schon. Allgemeines. Gehen wir mal die Gesichter durch. Die sieht auch hübsch aus. Ich nehme sie hier. Ja, ich nehme sie. Stimme. Remarkable. Good luck. Follow your instincts. Ah, es gibt nur zwei. Okay. Follow your instincts. Okay, Hautfarbe. Nehme ich mal neutral diesmal. Neutral 1. Waldelfe. Flechte, Dämmerung, Asche, Eis, Blauregen, Amethyst, Ocker. Ja, das ist... Unser anderer Kollege ist ja schon... Hat ja schon eine krasse Hautfarbe. Ne, ich mach sie ganz neutral. Sagen wir mal neutral 2. So, Körperschmuck kein. Das lassen wir mal bei ihr. Augen
Nee, das passt auch nicht zu ihr mit den Schwarzen im Hintergrund. Elfensilber. Dämonenblau, nee. Petrol. Petrol sieht auch interessant aus, ne? Petrol, was haben wir noch? Blau 3, Blau. Blau 4. Da haben die noch so einen dunklen Rand irgendwie, ne? Saphir. Oh, Saphir ist auch schön leuchtend. Saphir 3. Interessant, mit diesem dunklen Rand hier. Saphir 3, den nehmen wir mal. Sieht gut aus. Die hat beide gleich Schminkstil. Ja, nichts Großes. Das unterstreicht so ein bisschen nochmal die Augen, ne? Das lasse ich mal in Schwarz. Lippentönung. Was ist hier mit Lipgloss? Machen wir mal die Färbung 20. 20, 20. Was passiert dann? Auch so eine dezente Geschichte vielleicht. Bisschen mehr Rot. Sieht doch nice aus. Vielleicht nicht so stark, bisschen mehr noch. Vielleicht so 28. Ich hab's irgendwie mit der 28 so ein bisschen. Nice. Also sie scheint ja irgendeine Kriegerin zu sein. Du brauchst einen Wächter. Warum einen Wächter? Oder eine Wächterin in dem Sinne. Okay, gefällt mir. So, dann H. Auch so eine große Auswahl, ne? So kurz finde ich schon gar nicht schlecht. Das passt irgendwie, ne? Das passt doch direkt schon. Das passt auch. Jetzt geht's wieder los. Das ist so eine Sache. Passt alles irgendwie. Wir nehmen... Schwarzer Rabe hat er ja, ne? Neutrales Schwarz. Und dann Glanzlichter. Orange. Ich nehme mal Orange. Nummer 15. Nur mal ein bisschen experimentieren. Ergrauung gar nicht. Sie hat aber irgendwie trotzdem Grau dazwischen, ne? Wo kommt das Grau her? Neutrales Schwarz. Das hier ist doch blau und grau auch. Also dieses neutrale Schwarz hat doch hier mit Blau zu tun. Oder Grün. Grün für die Waldelfe. Auch nicht schlecht. Grün und blaue Augen. Aquamarin. Das sind doch graue Schläfen hier. Einfach Grün. Okay, das ist kräftiger, ne? Hier so ein dunkles Waldgrün. Auch nice irgendwie. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Okay, also sie hatte ich vorher nicht geschaltet, wie du schon merkst. Gestaltet. Das dauert hier ein bisschen länger. Grün-Pink ist auch krass, ne?
Da schimmert das Grün so richtig gut durch. Oder Grün-Blau wegen dem. Das ist ja auch nice. Grün-Blau. Er hat ja so ein dunkles Blau. Blau 5. Mitternachtsblau. Je heller, desto mehr sieht man es. Blau 9. Blau 8. Blau 8. Blau 5. Eher dunkler oder eher heller? Das ist schon ganz nice. So, auf 40. Wo war Blau 8? Blau 8 ist gut. Okay. Sieht cool aus. Gesichtsbehaarung. Ja, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Ne? Ich könnte ihr jetzt tatsächlich einen Bart geben. Das ist schon ziemlich crazy. Also, bei ihm ging das nicht. Und ihr kann ich... Also, keine Ahnung, ob das ein Bug ist. Das ist schon ein bisschen crazy, ja. Du hast die absolute Freiheit und die absolute Wahl und wir ziehen jetzt weiter. Den Rest kann ich nicht gestalten. 3, 2, 1, go. So. Du fieser Mob. Wie viele sind da? Das waren ja 6, 8. Oh, der hat es nicht geschafft. 6 bis 8 von diesen Kabinen da, Gefängnissen, Kokons, wie auch immer. Das Ding besteht komplett irgendwie aus Gehirnmasse oder so. Okay. Das sieht nicht so aus wie Baldur's Gate, diese Stadt. Und das ist, hat der normale Ohren, ja, sieht aus wie eine Menschenstadt, zumindest eine Menschenwache. Okay, er sammelt die einfach so ein. Okay, unterschiedliche Dimensionen. Die sind bekannt aus Dungeons & Dragons. Und dann die Drachen, die wollen ihm an den Kragen offensichtlich. Du findest natürlich total viel Infos und auch Hintergrundinfos, Regelwerke und so weiter zu Dungeons & Dragons auch im Web auf allen möglichen Seiten und Wikis und so fort. Und so weiter und so fort, wollte ich sagen. Jo, gerettet. Und die helfen dir natürlich auch weiter, um hier noch besser einsteigen zu können. Okay, die Gedankenschinder können das auch nutzen und die kommen hinterher. Das war doch dasselbe Volk wie die, die mit uns dort gefangen ist, ne? So wie ich das jetzt richtig gesehen habe. Der Drachenreiter, der war vom selben Volk wie von ihrem, glaube ich. Wollen Sie sie befreien? Ah. Okay, der kann also den Boden oder eine Flüssigkeit oder was da war anzünden. Das heißt, da werden wir sicherlich auch mit agieren können. Okay. Ja, manchmal muss ich auch bei den Zwischensequenzen quatschen, dann platzt es einfach aus mir heraus. Und das ist eben auch für mich ein Teil des Let's Plays.
Ja. Yo. Herzlich willkommen in der Hölle von Baldur's Gate 3. Das ist auf jeden Fall, wie heißt die Unterwelt noch von Dungeons and Dragons? Shadowland oder so ähnlich? Oder es ist eine der neun Höllen, glaube ich, gibt es auch. Also unterschiedliche Dimensionen in Dungeons and Dragons. Da findest du auch dazu Karten im Netz. Spielstand wird synchronisiert. Vielen Dank dafür. Ja, moin, mein Herr. Jetzt musst du hier auf deine alten Tage noch Sonnenmist erleben und Sonnenriesenabenteuer. Automatisches Speichern erfolgreich. So schaut's aus. Sehr nice. Tagebuch aktualisiert, entkomme aus dem Nautiloiden. Grundlegende Bewegung. Ich lasse die Tutorials an. Bewege dich, um dein Abenteuer zu starten. Klicke auf den Boden und so weiter und so fort. Also ich lasse das an. Nicht, dass ich es noch bräuchte, aber wenn du komplett neu bist in Baldur's Gate, dafür ist es eigentlich gedacht, dass ich es anlasse. Okay, wir sehen gut aus, wie ich finde. Ich kann ein bisschen herumzoomen. Sehr nice. Ich habe das Gamma auch ein bisschen angepasst, dass es ein bisschen heller ist, als ich es üblicherweise spielen würde, weil YouTube alles noch so ein bisschen nachdunkelt. Gut, das soll es für dieses Video gewesen sein, denn hier ging es ja erstmal um die Charaktererstellung. Und falls es dir gefallen hat, lass bitte sehr gerne ein Like da. Und natürlich freue ich mich ganz besonders auf ein Abo und wenn du magst, das dann auch mit aktivierter Glocke. Es geht nahtlos weiter. Immer wenn ich kann, werde ich eine neue Folge von Baldur's Gate veröffentlichen. Die anderen Spiele vernachlässige ich aber auch nicht. Es geht auch weiter mit Raft und Satisfactory. So viel dazu. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.